ist eine Rennmaschine von A bis Z. War wie wenn ich auf meinem alten Superbike-Werksmotorrad wieder sitze. Und wenn jetzt einer wirklich so ambitioniert ist, er möchte auf die Rennstrecke, dann ist das eigentlich die R7 mit der JYTR-Parts, denke ich, die beste Kombination, um auf der Rennstrecke einzusteigen. Wenn ihr einen jungen Fahrer, den nochmal vom Rennsport holen, der bleibt dann in der Yamaha-Familie. Er kann in jeder Kategorie auf einer Yamaha sitzen, die auch konkurrenzfähig ist. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute haben wir mal was ganz Besonderes für euch, und zwar sind wir von Yamaha Deutschland nach Le Castellet auf dem Paul Ricard Circuit eingeladen worden, um die neue Yamaha R-Serie für 2023 für euch zu testen. Da jetzt ich in Sachen Rennstrecke jetzt nicht ganz so erfahren bin, habe ich mir gedacht, ich hole mir prominente Unterstützung an die Seite und habe dafür heute den Sandro Cortese dabei. Ja, ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Du hattest die Ehre, dass die Modelle heute mal für mich oder für uns und die Zuschauer mal ein bisschen auf Herz und Nieren prüfst. Und da haben wir eine breite Auswahl gehabt. Wir haben ja gestern die R6 gehabt in der Standard- und in der GYTR-Edition und das gleiche dann nochmal mit der R7 und auch mit der R1. Vielleicht schon mal zum Einstieg so die Frage, es scheiden sich ja immer die Geister, so die typische Einstiegsklasse. Was ist jetzt da für den Einsteiger, sagen wir mal, die beste Variante? Ja. Die Einstiegsvariante ist ja ganz klar bei Yamaha, ist die R3 und geht dann nicht über die R6 und dann die R7, sondern dann eben R3, R7, R6 und R1. Und wir hatten das Glück, wir konnten in den letzten zwei Tagen eben die R7 Standard, R7 JYTR, über die R6 dann auch die JYTR und dann zur Krönung des Ganzen auch die R1 und R1 JYTR. Und ich sogar heute die JYTR Pro Edition, die ganz neue R1, und das war ein ja unglaubliches Gefühl. Das war wie wenn ich auf meinem alten Superbike-Werksmotorrad wieder sitze. Das klingt schon mal sehr vielversprechend, aber dann fangen wir doch erstmal in den kleineren Kategorien an, weil natürlich so für den Einsteiger stellt sich jetzt natürlich dann eben mittlerweile die Frage, geht er Richtung R7, also eher so die neuere Kategorie, oder bleibt er in der typischen 600er Kategorie und bleibt bei der R6 treu? Was würdest du da jetzt einem Anfänger oder ambitionierten Hobbyfahrer, sagen wir jetzt, empfehlen? Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also wenn natürlich jetzt ein ganz junger Fahrer in Rennsport kommt oder schon mal auf der Straße gefahren ist, eventuell auf eine R3 gestartet ist, ist es zum Empfehlen einfach, ja, auf die R7 zu steigen. Gerade, wir haben jetzt beide Motorräder halt getestet, die Standard R7 und die R7 JYTR. Und wenn jetzt einer wirklich so ambitioniert ist, er möchte auf die Rennstrecke, dann ist das eigentlich die R7 mit der JYTR-Parts, denke ich, die beste Kombination, um auf der Rennstrecke einzusteigen. Weil da ist einfach die Lernkurve, geht da immer steil nach oben. Man kann sich eben mit einer R6 oder R1, wenn man als Anfänger, sage ich mal, sich an die Rennstrecke traut, kommt man ein gewisses Level, aber dann steigert man sich nicht mehr, weil man einfach dann natürlich, man muss erstens topfit sein, um die Motorräder schnell zu bewegen.
um auch über die Distanz hinweg sich einfach auf die Rennstrecke zu gewöhnen und alles. Und da ist eben so als Anfänger oder Einstieg in den Rennsport die R7 perfekt. Also da merkt man auch ganz krass den Unterschied R7 mit den JYTR-Teilen. Also da ist wirklich die Leistung nochmal extrem. Und auch von der Fahrbarkeit merkt man einen krassen Unterschied. Und wenn man sich dann ein bisschen dran gewöhnt hat, sage ich mal, vielleicht ein, zwei Jahre mit der R7 unterwegs war, dann eben den Einstieg auf die R6 oder den Aufstieg, sagen wir so besser. Weil man dann einfach schon ein bisschen Rennstreckenerfahrung hat. Man hat vielleicht den gewissen Grundspeed schon, man ist kein Anfänger mehr. Und dann hat man immer richtig Spaß mit einer R6. Und dann, gerade für Leute, die vielleicht nicht so viel auf der Rennstrecke unterwegs sind, ist eine R6, die macht einfach mega Spaß. Auch da, die ist vielleicht nicht so anstrengend wie eine R1. Man kann ein bisschen länger auf der Strecke fahren, man kann sich daran gewöhnen, man wird lockerer und man spürt auch, wenn man sich verbessert, einen größeren Schritt als auf eine R1. Und da hatten wir auch das Glück, wir konnten die R6 und die R6 JYTR probieren. Und auch da merkt man ganz krass, wenn man eine gewisse Rundenzeit erreicht mit einer Standard und dann danach auf die JYTR-Version steigt, was es da eben nochmal für einen Unterschied ist, was die Teile eben am Motorrad ausmachen, von der Leistungsentfaltung, wie sich das Motorrad einlenken lässt. Das sind wirklich nochmal zwei komplett verschiedene Motorräder. Und da ist eben wirklich für den Hobbyfahrer, der da nochmal wirklich an seiner Rundenzeit was machen will, denke ich, ein sehr, sehr gutes Motorrad. Und dann natürlich zum Schluss das, sag mal, das Königsmotorrad und das Vorzeigemotorrad von Yamaha, natürlich die R1. Da hat man so eine gewisse eine Stufe erreicht in der Yamaha-Familie. Wenn man einfach der Marke schon treu geblieben ist über ein paar Jahre, dann kommt man dann auf die R1 und kann da schon auch mit einer Standard sehr viel Spaß haben. Also ich bin viele Turns gefahren mit der Standard R1. Man kann da wirklich schon mit einem Motorrad, das aus dem Laden kommt, extrem viel Spaß haben auf einer Rennstrecke. Aber dann natürlich, wenn man dann einmal die R1 JYTR probiert hat, dann merkt man richtig, ist man einem Rennmotorrad eigentlich extrem nah. Also da von der Agilität, Bremsverhalten, auch vom Schalten her, wie sich das Motorrad verhält, ist nochmal ein Riesenschritt. Und, aber wie gesagt, ich empfehle immer den Leuten, die müssen dann auch daheim was tun, ein bisschen körperlich fit sein. Und weil dann macht die R1 wirklich Spaß, wenn man dann nicht nach drei Runden schon körperlich am Ende ist, dann macht es erst richtig Spaß. Dann gewöhnt man sich ans Motorrad und dann gehört schon ein bisschen Training dazu. Oder Leute, die jetzt auch hobbymäßig Fußball spielen, Tennis spielen, die gehen ja auch nicht direkt zum Spiel, sondern sie trainieren ja auch ein bisschen. Und das ist so ein bisschen für die Rennfahrer generell jetzt mal gesprochen. Wenn man auf der Rennstrecke einfach Spaß haben will, ist zu empfehlen, einfach sich sportlich ein bisschen zu betätigen. Und dann kommt eben die R1 JYTR so richtig zur Geltung, weil dann spürt man eigentlich, was man aus dem Motorrad richtig rausholen kann. Und gerade auch das Bremsverhalten, da ist nochmal wirklich ein krasser Unterschied zur Standard R1. Und gerade für die Leute, die eben Hobbyracing oder Amateursport betreiben, die dann den Schritt von der R1 zu R1 JYTR machen, die spüren dann wirklich den krassen Unterschied. Und das Schöne ist auch, das, was man oder was man ausgibt, spürt man gleich. Natürlich ist es auch ein finanzieller Aufwand von der R1 zu einer R1 JYTR, aber man bekommt einfach extrem viel für sein Geld. Und das spüren die Leute, die auf das Motorrad drauf sitzen, sofort. Ab 2023 gibt es ja dann nochmal eine Ausbaustufe, eben auch mehr mit der JYTR Pro. Da hast du ja vorhin selber auch schon gesagt, das war im Endeffekt, wie wenn es zurück in deinen alten Superbike-Zeiten wärst. Also das kommt dem Ganzen schon relativ nahe, habe ich jetzt so das Gefühl. Ja, also ich war einer der 5 Glücklichen heute, die das Motorrad haben ausprobieren dürfen. Und das Krasse ist einfach, wenn man hat eine Standard R1, eine JYTR und dann springt man auf die JYTR Pro Version, die ja erst vorgestellt wurde, und dann ist man eigentlich sofort wirklich im Rennmodus wieder. Also das ist eine Rennmaschine von A bis Z. Also das ist wirklich, man muss das Motorrad dann auch
zügig bewegen, damit es auch funktioniert. Also zum Beispiel nur als so eine Standard R1, wenn man da auch in den unteren Gängen ein bisschen das, wie sagt man, zurückschaltet, die mag es nicht so, dass man hochdrehzahl, dass man zurückschaltet. Bei der JYTR Pro Version muss man wirklich, wenn man ankommt, die Gänge ganz schnell zurückschalten, damit das Motorrad auch gescheit funktioniert. Und das ist so eine Kleinigkeit, aber auch von der Agilität, wenn man das Gas zumacht, wie sich das Motorrad verhält, ist 1:1 wie die Werks Superbike Stand heute vom Toprak. Und auch Yamaha hat mir sagen lassen, dass es sind wirklich nur ein paar Prozent Unterschied zum Werksmotorrad. Natürlich geht man im Werk dann, wenn man jetzt um die Weltmeisterschaft kämpft, gibt man noch ein bisschen mehr motorentechnisch oder vielleicht auch von der Elektronik her mehr ans Limit. Aber für, sagen wir mal, eine normale Person, die sich so ein Motorrad leistet, bekommt man ein Werksmotorrad. Also das ist wirklich auch, wie man auf dem Motorrad sitzt, dass der Tank ist ein anderer, das ist die Sitzbank. Es fühlt sich komplett anders an und wirklich unglaublich, was die da geschaffen haben. Da kann man nur den Hut davor ziehen, weil die haben einfach das Motorrad 1:1 aus der Superbike-WM so eigentlich für normalsterbliche Leute gebaut und einfach zur Verfügung gestellt. Also jeder, der aber ab nächsten Jahr sich die Superbike-WM gerne anschaut und sagt, ich möchte so ein Motorrad wie ein Toprak, der kann in den JYTR-Shop gehen und sagen, ich bitte, baut es mir mein Motorrad so auf. Und auch ganz wichtig, man bestellt das Motorrad nicht so, man bringt seine R1 Standard oder JYTR, was man schon hat, hin und es wird dann aufgebaut. Also die Ersatzteile werden an deinem Motorrad angebaut. Es gibt eine ganz spezielle Einführung in die JYTR Pro von Francesco Muraro, der uns das Ganze mal ein bisschen erklärt. Englisch, okay? Und hier. Yeah. Change the page. This is the page you can see when you ride, and you have four switches. The green one, torque, is for the torque delivery. And you have other three, okay. Torque delivery, you have five levels, from -2 to +2. And you can adjust the torque delivery from the most powerful +2 to less powerful. Okay. It's not a question of power in top, but it's also a question of parcelized torque delivery. So find the level that you can adjust as you prefer, change also the direction of the track. Then so the base mapping is how you would start? Yes, it's zero. Okay, so this is good. How you just start your session, let's say. And then you can change -2 or +2 if you need more or less power. I have one question. Yes, also the watching first. Yes. And how was the rain condition setup? Rain condition setup, keep pushing. This one and pass in okay, so it's you go more soft bike, more soft bike, and you have more electronic. Yes, exactly. You have the map for dry and for wet. That's it. Thank you very much. I think that was a special schooling lesson on the new bike, and yes, we keep you up. Das ist schon mal sehr interessant, gerade auch, wie du sagst, für die ambitionierten Fahrer unter uns, die da, sagen wir mal, auch dementsprechend das jetzt sagen, sie wollen wirklich ein Superbike haben, wie es wirklich näher an die Werksfabrikate dran gar nicht geht. Das hat man heute auch wieder gemerkt, wenn du mal so gesehen hast, so die Toprak und Andrea Locatelli, die eben auch heute hier beim Testen waren, die waren jetzt auch relativ überzeugt von dem Produkt, hat man auch gemerkt. Also das ist wirklich dann so nah an einem Werks-Superbike, wie es eigentlich nur geht. Genau, also wenn man die Lenkerposition einstellt, die Fußrastenposition, dann hat man eigentlich ein Motorrad, wie jetzt du auch schon gesagt hast, der Toprak steigt von seinem Werksmotorrad runter auf die JYTR Pro und spürt eigentlich keinen Unterschied, weil es wirklich
so nah an seinem Motorrad. Natürlich, wenn man dann, wenn er ans Limit geht oder man hat dann den direkten Vergleich, sind das schon ein paar Prozent. Aber man muss ja immer noch sagen, dass das ein Werksmotorrad, was wirklich für die Superbike WM gebaut wurde. Und hier haben wir dann ein Motorrad, das jeder sich leisten kann. Und das ist eben das Schöne. Das merkst du auch, sag mal, jetzt auch so, hast du da im Rahmen des Tests, ist mir das jetzt auch aufgefallen, dass der Yamaha auch sehr viel Wert drauf legt, dass du quasi eigentlich für jede Art und für jede Kategorie von Racer eigentlich das richtige Fabrikat hast. Wie vorhin eben gesagt, mit der R7, so wirklich das Einstiegsmodell, wo du halt wirklich an den Sport ein bisschen rankommst und dich dementsprechend auch immer weiter ans Limit rantasten kannst, ohne dass irgendwann übertrieben wird. Dann kannst du eben weitergehen zur R6, wenn du sagst, du hast wirklich Blut gelegt an dem Ganzen und kannst da, sag mal, dich auf der R6 nochmal ein bisschen mehr ausreizen und dann eben irgendwann den Schritt Richtung R1, welche Version dann auch immer, eben dann auch den Schritt wagen. Und das, glaube ich, das findet es halt so auch bei fast keinem anderen Hersteller eigentlich, dass du, sag mal, die komplette Palette, was ein Racer so durchlaufen kann, dass du da zu jedem das passende Fabrikat eben am Start hast. Richtig, wie du sagst, weil das ist die Mentalität von Yamaha ist einfach, wenn wir einen jungen Fahrer, den wir mal vom Rennsport holen, der bleibt dann in der Yamaha-Familie. Er kann in jeder Kategorie auf einer Yamaha sitzen, die auch konkurrenzfähig ist und Spaß macht. Also von R3, R6, R7 zur R1 hat man in jeder Kategorie eigentlich ein Motorrad, das sehr schön zu fahren ist und egal in welchem Rennsport konkurrenzfähig ist. Also in jeder Klasse ist eigentlich Yamaha vorne dabei. Und ich bin ja auch schon viele Marken gefahren und kann sagen, dass gerade auch die R1 extrem schön zu fahren ist. Gerade für Leute, die vielleicht jetzt nicht so oft auf der Rennstrecke sind, die 4-5 Mal im Jahr einen Trackday buchen und einfach Spaß haben möchten, dann ist die R1 ein extrem freundliches Motorrad, die sehr, sehr viel verzeiht. Also das merkst du auch tatsächlich, dass das wirklich bei keinem anderen Hersteller jetzt wirklich so gelebt wird, dass du eben die Leute in den Rennsport holst und dann eben wirklich, wie du es gesagt hast, eben in der Familie behältst, bis eben wirklich zum High-End-Superbike hin mittlerweile. Genau, also das ist einfach das Schöne auch, was der Yamaha auch wirklich lebt, dass es nicht sagt, okay, wir konzentrieren uns nur auf die Superbike und es gibt keine anderen Klassen. Also da können wir wirklich gespannt sein, wie sich das Ganze jetzt eben in Zukunft dann auch entwickelt. Ich bedanke mich hier an der Stelle schon mal für deine Expertise und eben für deine Fahreindrücke, die in dem Fall eben auch dementsprechend viel wert sind. Wenn ihr natürlich auch Interesse habt, die neuen Modelle jetzt demnächst mal zu testen, da wird es jetzt demnächst im Winter wahrscheinlich von Yamaha öfter mal auch Angebote geben, dass man die Modelle dann dementsprechend auch mal ausprobiert und dann ab nächsten Jahr dann eben auch käuflich erwerben kann, wenn man da wirklich Blut geleckt hat, gerade an den neuen Modellen jetzt. An der Stelle bedanke ich mich dann natürlich auch bei Yamaha Deutschland für die Einladung hier an den wunderschönen Paul Ricard Circuit, wo wir jetzt eben 2 Tage lang mit den aktuellsten Supersportlern aus sämtlichen Kategorien das Ganze jetzt eben mal auf Herz und Nieren prüfen konnten. Wenn ihr natürlich noch mehr Lust auf Racing und noch nicht genug von der ganzen Thematik habt, könnt ihr gerne auch beim Sandro mal auf seinen Social Media Kanälen vorbeischauen, die haben wir euch unten in der Beschreibung verlinkt. Und dann bleibt mir jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen, außer mich bei euch zu bedanken fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bis bald und ciao. Ciao, ciao.